Seth, versuch mal ohne zu springen Hello Neighbor durchzuspielen. Ich bin so gespannt, was sich in diesem Teil des Hauses befindet, Freunde. Okay, Leute, simple Aufgabe. Dort rüberspringen und den Schlüssel aus diesem Loch da fischen. Let's go! Also wenn man hier die Fenster einwirft, dann kann man hier ja rein, oder? Wir sind dem Ende so nah. Wir müssen einfach nur darüber. So, die Challenge ist schon mal erledigt. Was habt ihr noch so? Na Jungs, alles fresh? Wegen starker Winde von Südost. Penis! Liebe Leute, die abstrusen Abenteuerlichkeiten in der Villa Kunterbunt des lieben Herrn Günther zu Schnauzbärzhausen gehen endlich in die zweite Runde. Und so heiße ich euch herzlich willkommen im Lalaland. Wo Schränke noch sicher von Mottenbefall sind und du in jedem Winkel Privatsphäre genießen kannst. Wo Bäume prinzipiell eine gesunde Farbe haben und die architektonischen Meisterleistungen seiner Zeit frei von jeglichen Baumängeln sind. Ein Haus, das vor Aufgeräumtheit erstrahlt und eine behindertengerechte Einrichtung bietet. Behindertengerechte Einrichtung. Und doch versagt ab und zu die Technik, liebe Freunde. So, Leute. Meine Lampe. Ernsthaft jetzt? Es ist nicht dein Ernst, oder? Okay. Wir können das auch gerne anders regeln. Geht doch. Fun Fact des Tages, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie sinnlos dieses DLC zu diesem Haus da ist, bitte? Und bevor es hier richtig losgeht, einen kleinen Schwank aus meiner Jugend. Team Seth ist mal wieder dabei, sämtliche Rekorde zu brechen. Von über 360.000 Aufrufen in den letzten 2 Tagen, übertreibt ruhig. Zum schnellen Vorbeihasten an der 70.000 Abonnentenmarke, ganz großes Herz an euch. Vielen lieben Dank an den Support und an alle Neuankömmlinge vor allem. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen Videos, denn genau darum geht's. Lacht über mich, lacht über euch selber, lacht über die Games, lacht einfach über alles. Was vermutlich nicht ganz so zum Lachen ist, ist das Anliegen der heutigen Folge. Ich möchte ja noch das zweite Albtraum-Level schaffen und dank euren Kommentaren weiß ich auch, wo sich das befindet. Dort in diesem Gehänge. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie wir da hinkommen und es sieht so aus, als ob wir da nochmal uns hochkämpfen müssen zu dieser ominösen Windmühle, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das anstelle. Auf jeden Fall können wir da wahrscheinlich die Rohre benutzen und dann mal schauen, wohin uns der Wind trägt. Dazu müssen wir uns natürlich entsprechend ausrüsten und so schnappen wir uns wie immer unser kleines, wohlverdientes Verhüterli. Vielleicht das Gewehr, falls wir zwischendurch auf Bärenjagd gehen wollen oder so ein Scheiß. Und vorab nochmal eine Runde Jenga, um an den roten Schlüssel zu kommen. Yeah! Meine Gehirnwendungen haben mir auf jeden Fall gezwitschert, dass es auf diesem Wege zum Tal der Erlösung geht. Hep! Hi! Nein, ich möchte nicht. Fahr bitte weiter. Danke sehr. Mir immer wieder eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, hier ist so ein Rohr. Das ist natürlich die Frage, ob wir da drauf kommen. Ich würde es vielleicht einfach mal probieren. Moment mal. Just for fun. Hopp. Das geht sogar. Na, damit kann ich doch arbeiten, oder Freunde? Ist jetzt nur die Frage, wie weiter? Wie so oft? Shit. Darüber können wir nicht mehr. Dann können wir natürlich versuchen, von da zu springen oder da irgendwie drauf zu kommen und dann da kommen und dann da kommen und dann da kommen und dann da kommen. Das ist natürlich so eine unglaublich dämlich platzierte Kante. Wahrscheinlich müssen wir da wieder hoch. Aber wie geht das? So definitiv nicht, Seth. Ich bin der schlechteste Felsenbezwinger ever. Spiel? What the fuck? Ich mache nichts. Ich schwör's dir, ich weiß, du hattest einen harten Tag, aber können wir jetzt bitte zur Normalität zurückkehren? Kann mal bitte jemand die Gravitation wieder anstellen von euch? Oh, das ist die Kreatur. Oh, nevermind, ich bin schon wieder ganz woanders. Was geht gerade? Und wie komme ich hier wieder raus? What the fuck? Okay, Freunde, macht euch bereit für den Olympiasieger im Freistilspringen. Jetzt! Hoch! Yes!
Ich bin schon einer der Größten. So, Beweis der Existenz Gottes abgehakt. Nächste Challenge, bitte. Okay, jetzt ganz vorsichtig auf unseren hoffentlich sehr rauen Zehenspitzen. Hui, wir sind da! Eine halbe Stunde voller Freuden, liebe Leute. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt dahin? Diese unglaublich gut platzierte Ecke erweist sich als außerordentlich beschissen. Ich könnte natürlich versuchen, da hinaufzusteigen. Denn im Besteigen kenne ich mich zumindest aus. Aber ganz, ganz vorsichtig, bitte. Und bloß nicht ausrutschen. Das tut weh zwischen den beiden jetzt gerade. Okay, hoch, hoch, hoch. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das ist eine Sicherungskante, oder? Ich bin safe. Bitte sag mir, dass ich safe bin. Sonst weine ich. Boah, gerade nochmal gerettet. Hab nämlich gerade keine Taschentücher am Start. Okay, das wird, glaube ich, nichts. Können wir denn vielleicht von hier oben aus irgendwie... Da oben ist noch eine Plattform, Alter. Ein Sessel und ein Kleiderschrank mit seinen Sonntagsschlüpfern wahrscheinlich. Da geht er sich im Sommer immer sehr gerne sonnen. Ach, guck mal hier. Ein dickes Rohr. Dicke Rohre führen immer zum Erfolg. Lasst euch das gesagt sein. Ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Okay, von hier aus sollten wir es aber schaffen, oder? Geronimo! Oh ja! Nein! Doch, nicht zu weit, okay? Gut, können wir dann jetzt... hier eventuell runter, wenn du mit deinen Füßen klarkommst. Okay, die Gravitation ist in dieser Ort etwas verwirrt. Ich habe festen Boden unter den Füßen. Fühlt sich amazing an. Und jetzt, Freunde, betreten wir den Raum der 1000 Wahrheiten. Können wir dann? Wow, dahinter liegt nichts. Das glaube ich euch nicht so ganz. Spiel? Ich bin da, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Wir können dann jetzt losstarten. Ich bin viel zu dick. Oh! Doch nicht. Oh nein. Sind wir dort, wo ich befürchte, dass wir sind? Eines der Secret Level aus der Alpha 3. Ich hab's doch gewusst. Hallo? Savvy ist wieder da. Und er wünschte sich, er hätte sein Insektenspray mitgebracht. Oder eventuell ein Ghostbusters links und rechts von ihm platziert. Uah! Hallo, Zitronenlimonade. Fuck you! Nice to meet you. Ich denke mal, ich muss meinen Weg dort ganz nach oben schlagen, oder? Oh, und wie ich das mir so denke, wird das absolut ätzend. Okay, hier kann ich wahrscheinlich nicht drauf. Fuck. Bin viel zu winzig, Leute. Hopp! Mm. Oh, ich habe mir auch Mühe gegeben. Das war's wert. Wo müssen wir denn hin? Hier wahrscheinlich? Oh yeah! Leute, meine Wegfindungsstörungen sind vorbei. Shit, und nu? Au! Gib Ruhe. Okay, das müssen wir vielleicht nochmal üben. Psst! Ich versuche hier Dinge zu versuchen. Oh! Wow, die... nice! Erstmal ein Morgenkaffee hier, oder, Freunde? Au? Das hat sogar geklappt. Okay, gut. In Ordnung, dann gehen wir mal hier drauf, offenbar, oder? Yeah. Oh, wir machen das gut, Leute. Wir sind schon an Ort und Stelle. Oh, der Saugpüppel. Meine Träume und Hoffnungen erfüllen sich so langsam. Es zahlt sich alles aus. Ja? Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Möchte hier bitte nicht sein. Okay, können wir da auf diese komische Bowling-Kugel oder was das ist? Was soll das sein? Moment. Ich bin mir hier in dieser ganzen Angelegenheit gerade gar nicht mehr so sicher, liebe Leute. Hopp! Oh! What the fuck? Ach, das ist ein Toaster! Verdammte Axt. Okay, in Ordnung, ja. Das, nee, ist schon gut, ja. Mm-mm-mm. Ich habe damit gerechnet. Das ist in Ordnung. Okay, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Okay, der Toaster ist es, nicht wahr? Hopp! Vielleicht hier oben drin? Hier oben rein? Nein, 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 nein. Spring doch! Okay, hier rein. Ganz vorsichtig. Ja. Okay, gut, ich muss das Ding hochklappen. Wahrscheinlich mit diesem Schalter dort, oder? Kommen wir denn da hin?
Jetzt könnte ich eines von diesen Tassen gebrauchen. Ja. So, und jetzt muss man das Ding doch abwerfen können hier, oder? Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Okay, das wird nichts wahrscheinlich. Wir müssen den hochklappen, den Hebel. Oh, doch. Hell yeah. Wunderbar. Warte mal, dich nehme ich mal mit. Du bist mein Freund. Du bist mir treu. So, können wir... Da ist rein. Oh, ich war noch nicht ganz so bereit. Nevermind. Hat auch so geklappt. Okay. Dann jetzt hier hin und jetzt da oben drauf, oder? Ich muss das doch wegschmeißen, sonst sehe ich nichts. Okay, ich bin mir nicht so sicher. Hopp. Oh. Fuck. Mist, ich hätte dahin gemusst, oder? So. und nu? Also, ich glaube, es gibt hier nichts Frustrierenderes, als dann wieder runterzufallen. Okay, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Holy shit. Ey, meine Mützchen! Yeah, grüßt euch! Es ist nett, bekannte Gesichter zu sehen. Hopp. Kann ich euch mitnehmen vielleicht? Oh, das sind kleine Dartpfeile. Ach so. Okay. Nehme ich auch. Ist in Ordnung. Oh, kann ich damit abheben? Oh, nein, sie heben schon von ganz alleine ab. Ist in Ordnung. Oh, wie komme ich jetzt dahin? Hier hoch offenbar. Hopp. Warum nicht? Sag nicht, ich hält dieser kleine Nippel da auf. Das gibt's. Nein! Ach, yeah. Wunderbares Level-Design. Macht richtig Spaß. Hopp. Wie denn? Leck mich am Arsch, Fernseher. Du auch. Oh mein Gott. What the fuck? Hi. Na, guckst du mir beim Sterben zu? Macht dir wahrscheinlich mehr Spaß als mir. Wir haben das Schattenmonster gefunden, Freunde. Es beobachtet uns. Und hier kann man viel besser diese Form sehen. Das sieht eher aus wie wir. Kann es vielleicht sein, dass der erste Albtraum da in diesem Klassenzimmer Erinnerungen des Nachbarn sind und das hier vielleicht unsere? Ist es vielleicht das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hoffentlich hier weiter. Hopp. Jetzt, 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 jetzt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, da auf jeden Fall hoch. Definitiv dort hoch. Wie auch immer. Wir kriegen es hin. Ich gebe mir Mühe. Es wird halt auch definitiv hier nicht angenehmer. Hallo? Darf ich dich mitnehmen zufällig? Oh Mann. Was ist das hier zum Teufel? Oh nein! Oh Gott, wo muss ich hin? Was zum Teufel soll ich tun? Naja, und jetzt? What? Was ist passiert? Oh! Oh, shit! Ich bin groß! Und ich habe irgendwelche Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, offensichtlich, die ich jetzt in die Wand stecke. Yeah! Darf ich die bitte mit rausnehmen? Oh, come on! Yeah, 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 yeah! Ich kann jetzt wahrscheinlich hier durch diese Tür, oder? Amazing. Oh, kann ich das nochmal kaputt machen? Mist! Nein! Oh! Wow, diese Vase ist unglaublich massiv. Ich bin extrem beeindruckt. Ich nehme den Scheiß mit. Ich möchte das bitte. Wo seid ihr, meine Freunde? Jetzt können wir raus. Jetzt stehen wahrscheinlich wieder vor der Tür. Oh ja, wie ich es mir gedacht habe. Nein, meine Granaten. Ich hatte ja eigentlich noch auf ein bisschen Spaß gehofft. Okay, Leute, den beschermen wir uns jetzt auf künstliche Weise. Let's go. Whee, über den Apfelbaum und noch viel weiter. Apropos, können wir eigentlich hier... Yeah, wir können uns hier eigentlich so eine kleine... ein kleines Baumhaus oder sowas einrichten. Das wäre doch mal cool. Okay, liebe Leute, wir haben das Albtraum-Level geschafft. Jetzt müssen wir den Doppelsprung freigeschaltet haben. Ab jetzt können wir in den Keller. Und was für Geheimnisse dort auf uns warten, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Wir haben das Schattenmonster gefunden. Irgendetwas sagt uns das noch. Ich probiere mal, mir zum nächsten Mal zu überlegen, was es damit noch auf sich hat. Was es das vielleicht sagen könnte. Weil der rote Schlüssel, den haben wir auch in unserem Auto gefunden. Das ist ja offensichtlich unseres. Kann das vielleicht sein, dass dieser Albtraum mehr mit uns zu tun hat, als wir glauben? Weil der andere war ja definitiv irgendwie die Sicht vom Nachbarn. Das macht zumindest Sinn, denke ich mir. Die Schlüssel hat man auch irgendwo im Haus gefunden und so weiter. Und rein von der Story her könnte es auf jeden Fall passen. Aber es ist alles nur Spekulation. Schreibt mir gerne eure Gedanken rein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und ciao.